Hi. Ja, hallöchen, hier ist die Wally und hier ist der Hobbit. Hi. Ja, wir grüßen euch heute nochmal. Ja. Und wie schon sehr hat Hobbit eine wunderschöne Sommermütze an. Die sieht total cool aus. Ja, die Thunderbolt. Die gefällt mir. Echt cool. Die ist jetzt überhaupt ganz neu reingekommen in diese. Ich kenne die auch immer hin. Einmal habe ich die in diesem wunderschönen Rot. Ja. Und ich muss dazu sagen, Thunderbolt. Ja, kann man sehen. Und Naturfasern kommen auch noch dazu. So für den Sommer jetzt. Diese Rot. Mit Weiß, also richtig mit Liebe ist die gemacht. Und auch wenn man das hier sieht, hier unten nochmal in zwei Farben. Einmal weiß-rot und hier unten nochmal rötlich. Und ich sage, ich stehe auch nochmal. Also die ist richtig super toll verarbeitet. Dazu ein junges Grün, bisschen. Ja, auch sehr hübsch. Und richtig weiß sind die, ne? Also das muss man auch dazu sagen. Mhm. Das ist nicht richtig toll, ne? War ja. Ob ich hatte schon eine an, das muss ich sagen, die sieht richtig perfekt damit aus. Und diese tollen Mützen, die sind auch für 19 Euro zu erwerben. Man muss auch dazu sagen, es ist auch sehr viel Arbeit steckt dahinter. Ne? Jede Mütze ist ein Unikat, also die habt ihr nur einmal und zweimal nicht mehr. Das heißt, jeder damit gucken kann sagen, ich habe hier was an. Eine ganz bestimmte Mütze. Eine ganz besondere Mütze. Ja. Die könnt ihr aber nicht haben, denn die ist mir und die kriegt ihr nicht mehr. Richtig. Das ist das Tolle bei den 19 Euro. Ja. Passt auch sehr schön zu dieser blauen Hose. Oh, sieht auch direkt schick angezogen. Ja. Wow. Man kann es sportlich tragen, man kann es auch mal ein bisschen schicker tragen. Mhm. Und dazu sind auch diese Füßchen da, die sind ja auch richtig schön sommerlich. Wenn ihr auch wieder so seht, die einfach richtig toll aus. Mhm. Ja, und diese Bluse ist für 29 Euro minus 20% sind 23,50. Mhm. Das ist ein Toppreis, ne? Das ist jetzt auch nochmal dazu gekommen. Den Farbton in Gelb auch wieder. Also wie gesagt, man kann es immer mit einem Stoffhosen und den Jeans sind ja richtig so variabel. Und dieses Teil kommt 39 Euro. Leute, rechnen die Prozente. Ja, die kommen ja runter, ne? 20%, das ist ja doch schon einiges, finde ich. Da gibt es auch nochmal in Rosa. Ja, schön weich wieder. Ne? So schön weich, ja. Ne, angenehm zu tragen für 19,50 mit Tuch wieder. Ist jetzt sozusagen die Kette. Ne? Tuch kann man ja immer so schön als Schmuck auch einsetzen. Ne? Und hier auch nochmal für 24,50. Mhm. Ist auch unten die Stickerei schön alleine. Da ist auch mal sehr viel Arbeit drin. Ne? So vorne, so sieht es hinten aus auch nochmal. Hier oben nochmal mit diesen Pailletten. Ne? Ja. 24,50, das wäre 19,50, wenn die 20% abgezogen werden. Also wieder ein Teil. Ja, das hatten wir letztens schon. Dann gibt es noch diesen Batik. Noch diese Beige, die Bluse. Für 39, auch eine sehr schicke Bluse, aber die schön duftig und leicht. Ja. Na, man kann auch mal einen Top drunter ziehen mit Dento. Okay, das ist so transparent, obwohl es geht. Na, wenn man jetzt eine hautfarbene BH drunter trägt, ist dann auch schon okay. Gesehen, ne? Dann kann man das auch nicht. Dann passe ich den richtig an. Da gibt es den auch in verschiedenen Farben. Einmal so nochmal. Ja, und wieder anders dann. Diesen Farbton. Schöner Druck, auch wieder. Ja, die sind auch super gearbeitet. Ja. Also die sind alle für 19,50, auch wieder mit Pailletten verziert, was so ein bisschen, also ein bisschen den Schick noch gibt, ne, von dem Teil. Ja, hier habe ich unsere Angebotsständer von 5 bis 10 Euro. Das sind so Einzelteile, das muss ich aber auch dazu sagen, ist überwiegend Größe 36, also 34, 36. Ja. Wieder mal ein Teil könnte drunter sein in Größe 38. Also das ist so ein Ständer von kleinen Größen. Ja. Also hier sieht man noch zwei Teile. Schön. Ja. Ein schöner Rock. Ja. 10 Euro. Ein schicker Wickelrock. Dazu gibt es auch die passende Bluse, auch nochmal 10 Euro. Wenn sie für 20 Euro wird ja eingeteilt. Schöne Kette drauf. Und das ist alles wie es kostet, ne? Mhm. Aber dann ist ja auch so, wegen den Prozenten, die kommen dann da nicht mehr runter. Nee, also hier gehen keine Prozente mehr runter. Überhaupt auf reduzierten Sachen gehen keine Prozente mehr runter. Okay. Das wäre ja dann. Ja, das wäre ja. Ich finde, das ist ja schon jetzt schon sehr heftig. Ja, die Teile sind von 59, 69, 79 und dann auf 10 Euro. Das ist ja schon. Das ist
eine Prozentwahl. Ne? Hier gibt es auch eine Leinenhose, auch eine sehr hübsche, auch für 10 Euro. Sie gibt es gerade hier einen kleinen Dusel. Einen kleinen Dusel. So. Mhm. Ja, was ich auch ganz toll finde an der Leinenhose. Sie hat hier vorne Taschen. Ja. Und hinten nochmal Taschen. Ah, okay. Ja, und das alles für 10 Euro. Ne? Und das sind nur alles Marken nachgebraucht. Ja. Also sind super Ware, nur sind leider zu sehr klein. Ne? Diese Hose hier. Mhm. Also ein bisschen Jeans-Optik. Das ist ja unten gestickt, ne? Ja, die hat unten auch nochmal eine Stickerei. Hast du ja. gut gesehen, ja? Schön. Ja, ganz toll gearbeitet. Ist nochmal ein bisschen so aufgelockert. Ja. Ne? Ist ja auch jetzt dieses Jahr, ne? Habe ich auch hier diese Jeans. Ne? Ja. Auch 10 Euro. Also gibt es auch so einige, oder so ein Klassiker an Hose, ne? So eine einfach klassische Hose, auch für 10 Euro. Und das ist, wie gesagt, es ist ein Viskose oder es ist eine Baumwollmischung. Hin und wieder ist auch noch eine Wollmischung noch dazwischen, ne? Kann auch nochmal sein. Ja. Die haben alle einen super Sitz, haben die. Ja, glaube ich. Sind keine Hüfthosen, sind schön hoch, fallen sehr gut. Ja, auch diese hier, sportlich. Ja, mit diesen Cargo-Taschen, den Seiten nochmal. Ja. Auch wieder 10 Euro. Und so gibt es dann so einiges mehr hier von. Da sollte man einfach mal durchschauen. Ja. Ich sagen, ich habe ja noch einen sehr schönen Anzug in Türkisblau, Hellblau. Ja, auch für 10 Euro. Ja. Auch wieder mit der Seitentasche, mit der Cargo-Tasche. Passende Bluse, die kann man auch als Jacke tragen. Hat man wieder für 20 Euro einen kompletten Anzug. Wahnsinn. Also, das ist echt der Hammer. Ne? Ja. Ja, auch diese Jacke. Ist auch mit dem Zehner. Auch mit den Taschen, den Seiten. Ja. Ja, dass man da. Das ist richtig. Ich finde, das passt gut auf Jeans, die Sachen. Also besonders diese hier. Ne? Das sieht sportlich aus, auch diese hier. Die Jacke. Auch ein Zehner. Also auch diese Jacke auch ein Zehner. Mhm. Ja, auch sehr sportlich gearbeitet. Das ist schön, ja. Ja, das ist ein bisschen Kolonialstil. Oder binden oder länger machen. Genau, schön. Ja. Lang und kurz tragen. Mhm. Und da gibt es auch Blusen auch dazu. Super ausgefallene Blusen. Sportlich. Ja. Mit Bindebändchen. Die Hose ist auch mit Lorenz noch etwas durchzogen. Also. Man kann es auch mal für, wenn man mal irgendwo essen geht, kann man die gut tragen. Eine weiße Hose. Hier durchstecken ist das auch mal genau so ein Dingerbändchen, ne? So ein Taillenbändchen. Ja, ne? Auch mit 10 Euro. Dann gibt es auch diese Bläser. Auch sehr schick, auch in 10 Euro. Also wie ihr seht, es gibt jede Menge Sachen. Zeige ich jetzt so meinen Auszug, habe ich euch jetzt schon gezeigt. Oder diese Schlupfhosen, die sind auch immer sehr beliebt hier. Auch für 10er. Das heißt, man kann da einfach reinschlüpfen. Gummi, ne? Gummizug hinten, das sind Jeans. Aha. Ja, die gibt es aber auch in größeren Größen. Also normal habe ich auch schon mal da bis Größe 50, 52, 54. Ja. Und dann habe ich auch an der Seite auch Taschen. Die kann man auch schön zumachen. Ah, okay. Ne, mit einem Reißverschluss. Sehr bequemer Sitz. Das ist eine Kurzgröße. Was heißt Kurzgröße? Kurzgröße heißt zum Beispiel, wenn jetzt 19 draufsteht, das ist die Beinlänge, ist kürzer, das ist eine 38er Größe. Ah, okay. Ja, das sind dann die Beinlänge, die Beinchen sind etwas kürzer. Also so für mich, ne? Ja, zum Beispiel. Ja. Nicht verraten. Wieso? Übergröße. Ja, ja. Und eine tolle Jogginghose. Ah. Auch für den Zehner. Und Italien. Cool. Ja. Zu lümmeln, ne? Ja, auch mal so. Auch mal so, ne? Ich habe jetzt sehr viele auch schon Leute gesehen, die auch mal. Du hast ein Zwecki drüber und ein Lackshirt drüber, ne? Dann bist du damit immer ein bisschen oben, ja. Also, ja, also sind, wie gesagt, ganz tolle Sachen dabei. Ups, die Jogginghose macht schon selbstständig. Also, ich sage nicht alleine. Genau, ne? Also Zehner. Ja, schön. Ja. Hat hier über Zehner. Wow. Ja, optimal. Na gut. Dann habe ich auch noch was für Pimper. Ich habe ja gesagt, ab 5 Euro. Ja, für den Pimper habe ich zum Beispiel ein schönes blau-weißes Top. Das heißt, eine weiße Hose drunter, ein bisschen Maritim-Stil. Ja, sind aber auch wieder kleine Größen. Und alles, was hier hängt, hier oben, ist alles für 5 Euro. Zebras drauf. Ja. Ist auch Markenbau und Esprit, auch für 5 Euro.
Also wie gesagt, man sollte da schon mal selber vorbeikommen, einfach mal sagen, ich schaue mal durch und ich finde auch bestimmt etwas. Aber das ist wie gesagt nochmals von Kurs 34, 36, eventuell ist 38. Ja, was jetzt auch noch reingekommen sind, Hosen. Ja. Weiße Kartenhosen. Weiße Kartenhosen für 29,90 haben einen super tollen Schildsitz. Sind auch wieder Viskosemischung. Man schlüpft einfach rein ohne Reißverschluss hier vorne. Mhm. Also super bequem ist die. Diese Puppe hier hat sie auch an. Aha. Daneben ist auch die neue Jeanshose, die ist richtig schön weich vom Material. Mhm. Die fühlt sich ein bisschen an wie satiniert. Ah. Ich zeige sie mal. Ja. Ist für 39. Ah. Ist hinten so. Auch hier mit den Nieten so ein bisschen angedeutet. Mhm. Und das hier ist die ganz neue, die hier auch noch zugekommen ist. Also die hat hier eine Strass so ein bisschen verspielt. Super Taschen, super Material, immer ganz weich, als ob die satiniert. Ja. Also so ein bisschen satiniert fühlt die sich an. Ne? Aber ist echt eine super Hose, super Sitz auch wieder. Mhm. Und das für 39 Euro. Mhm. Schön. Das sind jetzt die neuen weißen Hosen, die jetzt reingekommen sind. Ja. Dann habe ich noch T-Shirts, sind auch noch welche reingekommen, aber nicht auf dieser Seite. Da sind wir jetzt mal ein bisschen auf. Ja, hier habe ich auch noch meine schicke Bluse, schickes T-Shirt. Hier habe ich noch mein schickes T-Shirt. Ist hier oben auch mit Pailletten verziert. Mhm. Richtig schön kuschelig weich. Hier unten auch nochmal. Mhm. No, ist schon schön mit Pailletten verziert. Für 29,50. Ah, schön. Ist aber auch ein super Gewebe. Ja. Richtig schön festgearbeitet. Ja, fester Stoff. Ne? Ja, ein super fester Stoff. Da passen auch so schön die hellen blauen Hosen drauf. Die schieben so schlau. Passt da sehr gut drauf. Ja. Wie zum Beispiel zur Soße. Ja. Ja. Sieht echt toll aus angezogen. Ja, finde ich. Alles bereit wieder. Passt. Das läuft so schön aus dann. Ne? Mhm. Oben und unten die Farbe. Und hier auch nochmal. Gut. Ja, ich würde jetzt sagen, sind auch soweit durch. Sind die anderen Kollektionen haben wir ja schon gesehen. Es war noch einiges dazugekommen von den Kollektionen, die wir gesehen haben, nur in anderen Farben. Mhm. Also im Endeffekt ist das gleiche, nur dass es jetzt noch gelb dazugekommen ist, hellblau. Diese Töne sind dazugekommen, aber der Schnitt und die Musterung ist das gleiche. Ah, okay. Ja. Also man sieht es aber auch, denke ich einfach mal. Wenn man jetzt so hier mal von Stange zu Stange jetzt mal rüber gehst, von vorne bis hier rüber. Schon einiges getan an Warenprogramm. Die Größen, die sind ja auch weitergegangen von Größe 34, 36 bis Größe 60. Ja. Aber in der 60er wird noch was getan. Das heißt, wenn auch mehr Zulauf da ist. Also 60, das läuft noch nicht so gut. Mhm. Na, die anderen Größen laufen gut, aber irgendwie kommt das mit der 60er Größe noch nicht so richtig rüber. Aha. Das muss ich noch ein bisschen rumsprechen. Und dann wird es genauso erweitert. Richtig. Ich denke mal, der Laden ist erstmal voll. Ja, Waren, ne? Eigentlich ist alles da, ne? Ja, so weit für jeden da. Vielleicht so ein Hingucker, was machen wir? Jo. Haben wir geschafft, Cassie mal vor der Kamera zu kriegen. Ha, es hat geklappt. Ja, weil die eiert hier nur rum. Ja, doch. Also, Hobbit, Wally, Cassie. Also, erstmal anders. Ja, was die beiden sagen wollen ist, wir haben Facebook zwei Leitseiten angedreht. Einmal über
Ohlala Damenmode, da könnt ihr Mode bestellen. Ihr findet alles über Mode, über den Laden, weiter auch über die Weihnachtsengel, kriegt ihr alle Informationen. Richtig. Und die zweite Live-Seite ist von uns drei Hühnern. Das ist Hobbit, Wally, Cassie, Dark. Richtig. Und da findet ihr alles von unserem Kanal. Da könnt ihr uns Fragen stellen, uns anschreiben. Wir schreiben auch zurück. Wir schreiben natürlich auch zurück. Und da könnt ihr natürlich auch mal sagen, was ihr gerne von uns sehen wollt, wo wir auch mal gerne hingehen sollen. Das? Ja. Gefährlich. Genau. Nein, wir kommen nicht zu euch nach Hause. Genau, gefährlich. Also ich dachte, du wolltest schon für die kochen. Nein, ich wollte nicht für sie kochen. Nee, ja, könnt ihr uns auch mal so sagen, ja, geht doch mal in Köln da und da hin oder das und das würde mich in Köln interessieren. Darauf gehen wir auch ein. Und wir haben die tolle Rezepte, macht doch mal dies und jenes. Also stellt uns einfach eure Fragen, traut euch und wir freuen uns auf euch. Okay, super. Daumen hoch. Daumen hoch und liken. Ja? Ja. Und abonniert uns auch. Stellt uns Fragen, abonniert uns. Richtig. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ja, wie ihr nun mal seht, haben wir doch noch unsere Cassie vor die Kamera gekriegt. Ja, das hat sich gelohnt, ne? Mit unserem Lachkrampf. So, und ich sage jetzt auch einfach mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch und wie gesagt, liked uns. Und schreibt uns an und was weiß ich alles. Macht euch mobil hier. Ja, wir warten auf euch. Bis dann.